Der Kampf um ganz vorne im Reich der Mitte. Sebastian Vettel! Zum ersten, zum zweiten, zum dritten schafft Sebastian Vettel den Hattrick. Der Start von der Pole Position, die erste Reihe in Shanghai komplett rot. Besser geht's nicht. Es war das ganze Wochenende, glaube ich, sehr eng zwischen uns zwei. Und das Schönste aber, glaube ich, ist, dass wir beide vor allen anderen sind. Die Silberpfeile ohnehin schon nach den ersten beiden Rennen unter Druck und im Qualifying die nächste Klatsche kassiert. Von Ferrari geschlagen, ausgerechnet auf der Paradestrecke. Es scheint, als hätte Ferrari einen komplett neuen Modus, der mehr Power hat als unserer. Damit können wir im Moment nicht mithalten. Come on, Danny! Nach dem Desaster in Bahrain, Red Bull auch mit Problemen in China. Motorplatzer im Training, der Start heute hinter Mercedes. Hamilton versus Verstappen. Crash reloaded? Natürlich, das ist immer ein bisschen ein Risiko, aber du kannst auch wie Bottas immer Zweiter fahren. Und was passiert im so engen Mittelfeld? Renault, Haas, Toro Rosso, McLaren, die Herausforderer der Top-Teams. Für wen geht es nach ganz oben? Der Kampf um den Sieg in Shanghai, jetzt! Rennen 3 der Saison. Herzlich willkommen aus China und hallo Nico. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank, es freut uns sehr, dass Sie jetzt schon dabei sind um diese Uhrzeit, 7 Uhr bei euch. Also ganz toll. Respekt, muss man wirklich sagen, allen Formel-1-Fans, die sich da den Wecker gestellt haben am Sonntagmorgen. Es ist hier heute viel schöner als gestern. Die Sonne scheint, es ist wärmer, viel mehr Fans da. Es ist ein Rennen, auf das man sich wirklich freuen kann. Mit einer tollen Ausgangslage, Sebastian Vettel ganz vorne, die Mercedes in Lauerstellung dahinter. Was dürfen sich die Fans zu Hause erhoffen von diesem Rennen? Ich glaube, das frühe Aufstehen wird sich lohnen heute, ja. Weil es ist nämlich Mercedes-Wetter. Und Freitag in den Bedingungen waren die echt stark, die waren am schnellsten eigentlich. Und daher glaube ich schon, dass die richtig mit der Kampfansage reingehen werden heute. Du selbst hast ja auch richtig gute Erinnerungen hier an Shanghai. Der erste Sieg deiner Karriere ist hier gefeiert worden. Die Fans reagieren immer noch ganz toll. Überall, wo du hingehst, wird gejubelt, muss Autogramme schreiben. Wenn du die Bilder siehst, kommt dann nochmal die Emotion von damals zurück? Ja klar, das werde ich nie vergessen. Der erste Sieg nach 6 Jahren, nach 111 Rennen. Das war also Emotion pur und auch für Mercedes ein großer Tag damals. Also ganz tolle Erinnerung. Und wenn wir jetzt winken würden, wenn du dich umdrehst zu den Fans, glaubst du, da passiert noch was? Ja, aber wir sind gerade bei den Lewis-Fans, da wird es ein bisschen schwierig. Soll ich es mal probieren? Sollen wir es versuchen? Kann aber nichts versprechen. Ah, komm, wir versuchen es okay, mal. Okay, komm. Na, siehste. Also, Haupttribüne. Ja, ging so, war okay. Nee, ich fand das, also, du hast ja vorhin auch schon gemacht, bevor er das hat. Also, die haben ja eigentlich schon die Portion Rosberg bekommen. Also, es ist wirklich toll hier. Tribünen voll, Stimmung passt. Nur die Stimmung bei Mercedes, die wird wahrscheinlich nicht so richtig gut sein, obwohl das eigentlich Mercedes-Country hier ist. Sie sehen gerade, geht hier auch so eine Art landestypische Präsentation los mit so Drachentänzern, 100 Tänzer. Ist noch ein bisschen weiter da unten. Die kommen gleich auch noch zu uns hierher. Man versucht also eine ganze Menge zu tun. Ja, Mercedes wird sich schon fragen, wo kommt der Zeitabstand auf einmal her auf Ferrari gestern im Qualifying? Das war ein richtig heftiger Tag gestern für Mercedes, ganz klar. Und es ist aber so, keiner versteht es. Ja? Weder Ferrari noch Mercedes. Wirklich, ich frag die, ja. Die haben keine Ahnung, was passiert ist. Aber also das ist schon eine Hausnummer. Ja? 0,4 Vorsprung im Qualifying, boah. Aber du hast gesagt, Wetter ist anders, Asphalttemperaturen ist anders. Das könnte also vielleicht sich noch drehen für Mercedes. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Aber jetzt wollen wir erstmal den Beitrag von Anna Fleischhauer anschauen, die eben festgestellt hat, ja, das Team Mercedes so ein bisschen ratlos und ein wenig frustriert. Es ist zum Verkriechen, Vergessen, Davonlaufen. Geschlagen ausgerechnet auf so erfolgreichem Terrain. Shanghai-Mercedes-Strecke war mal. Den letzten Versuch einer schnellen Runde abgebrochen. Es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Ich war nicht schnell genug. So habe ich den Motor geschont. Nur Startplatz 4 für den sechsmaligen Pole-Setter in Shanghai. Der Sieg damit nicht unerreichbar, aber auch nicht vor Augen.
Dabei ist die Mercedes-Dominanz hier erdrückend. Lewis Hamilton mit bisher 5 Siegen der König der Strecke. Im Qualifying aber kamen die Reifen nicht auf Temperatur. Der Konkurrent überlegen. Ferrari hat enorm an Pace zugelegt in den letzten Rennen. Sie sind viel schneller auf der Geraden. Es scheint, als hätten sie einen komplett neuen Modus, der mehr Power hat als unserer. Damit können wir im Moment nicht mithalten. Das Weltmeisterteam nicht erst in China strauchelnd. Auch in den ersten Rennen das Potenzial nicht ausgeschöpft. Der Auftakt in Australien. Valtteri Bottas crasht direkt im Qualifying. Lewis Hamilton hat zwar die Pace, ein Programmierfehler, aber verhindert seinen Sieg. Den erbt Sebastian Vettel. Der zweite Anlauf in Bahrain. Lewis Hamilton im Qualifying nur auf Platz 4. Dazu strafversetzt durch Getriebewechsel. Überhitzte Reifen, dann ein Problem im Rennen. Bottas am Ende zu zögerlich. Nur Platz 2 und 3 für Mercedes. Teamchef Toto Wolff mit mehr Sorgen als erwartet. Erstmals seit 2003 kein Mercedes-Fahrer in den ersten beiden Rennen ganz vorne. Mit Ferrari und mit Red Bull haben wir dieses Jahr zwei Teams, die wirkliche Konkurrenten sind und nah dran sind. Das Pendel kann mal in die eine Richtung schlagen, mal in die andere. Und wir haben in den ersten zwei Rennen Pech gehabt. Wir haben nicht gut genug performt und wir haben auch Haltbarkeitsthemen gehabt. Und so schnell kann es gehen, dann bist du nur Zweiter in der Meisterschaft. Wir haben das Gefühl, unsere Aufgaben in den ersten beiden Rennen nicht erledigt zu haben. Irgendwas hat immer nicht gepasst. Wir brauchen jetzt einfach saubere Rennen. Nur fehlerfrei fahren reicht hier nicht. Die Scuderia muss geschlagen, der richtige Dreh gefunden werden, die passende Strategie als Jäger. Der Glaube an den Erfolg ist da. Wir sind trotzdem noch das beste Team. Und der Hunger nicht gestillt. Ich will die nächsten 19 Rennen gewinnen, irgendwie. Möglich nur dann, wenn sich Mercedes und Lewis Hamilton nicht weiter verkriechen. Naja, die werden schon noch Kampfgeist haben, oder? Du kennst das Team ja in- und auswendig. Wie gehen die um mit der Situation? Hat sich ja ein bisschen geändert. Also die letzten Jahre war man immer überlegen. Jetzt scheint Ferrari mindestens auf gleicher Höhe zu sein. Ja, aber das ist eine ganz neue Situation, ja? Also das ist nicht ohne. Und heute ist auch wirklich die Frage da draußen, ist jetzt Ferrari echt die neue Macht in der Formel 1, ja? Das müssen wir heute mal schauen im Rennen. Das kann wirklich so sein, ja? Und will das man aber der nicht Wahnsinn. Glauben bei Mercedes, ne? Das wäre der Wahnsinn. Ja, klar. Also es ist möglich, aber vielleicht noch ein bisschen früh in der Saison, um das wirklich zu sagen, aber jetzt hier in China, gestern im Qualifying, das war eine halbe Sekunde, das sind Welten in der Formel 1, also das war schon beeindruckend, was die Scuderia gezeigt hat. Wir schauen auf die Startaufstellung, deswegen stehen eben beide Ferrari-Piloten vorne, Vettel vor Raikön, dann Bottas, Hamilton nur auf 4, sogar geschlagen vom Teamkollegen, vielleicht so ein kleines Hamilton-Tief, du kennst es ja? Auf jeden Fall. Das ist ein typisches Hamilton-Tief gerade, ja. wenn er auch seine Runde dann aufgibt. Ja, und der Valtteri ist wieder vor ihm, zweite Mal hintereinander. Und das sind so die Momente, jetzt muss der Vettel, also Sebastian, ja, voll rein. Ja? Der muss jetzt die maximale Punktzahl holen, weil der Lewis kommt zurück. Das ist immer so. Und wenn er zurückkommt, dann ist er wieder eine Wucht. Ja? Dann ist er schwer zu schlagen, genau. Bis gar nicht zu schlagen. Das stimmt. Er hat aber gerade bei der Fahrerparade offensichtlich richtig gute Laune gehabt. Schauen Sie gleich mal hin. Er wirft da sein Kaugummi auf die Startaufstellung. Wir gucken mal. Nicht auf Sebastians Platz, oder? Was sagen Sie denn den Lewis Hamilton Mercedes-Fans, dass Ferrari dieses Jahr weiter vorne ist? Ich wollte Sebastians Startplatz erwischen, der soll da kleben bleiben. Nee, das hole ich mir nachher wieder zurück. Was sagtest du? Ja, was sagt man den Teams in der Welt und den Mercedes-Fans, die vielleicht jetzt denken, das ist jetzt Ferraris Jahr? Ja, vielleicht haben sie recht. Aber wir sind da, um das Gegenteil zu beweisen. Das werden sie vielleicht sicher versuchen, klar. Er hat aber gesagt, er hebt ihn wieder auf. Oh wei. Ich glaube, als er das gemacht hat, hat er gemerkt, oh, das war jetzt nicht schön. Das war on camera. Aber wir haben uns vorhin gefragt, Nico, vor unserer Sendung, wo läuft der eigentlich dahin, der Lewis? Okay. Der hat tatsächlich seinen Kaugummi wieder aufgehoben. Okay, verstehe. Das ist aber jetzt anständig, die, oder? Jetzt die Auflösung. Ja, aber das macht schon Sinn, weil das wäre schon zu extrem gewesen. Aber also, ernsthaft? Gut gemacht. Ernsthaft jetzt mal. Macht so ein Kaugummi da wirklich was aus?
Naja, ich meine, nicht wirklich, aber die Geste war jetzt am Fernseher, ja, und das ist ja nicht schön. Ja, also von daher war schon gut, dass er das wieder gut gemacht hat. Da wäre vielleicht eine Riesenstory draus geworden. Das große Thema bei Mercedes waren die Reifentemperaturen. Gestern waren die zu niedrig, in Bahrain waren die zu hoch. Ist dieses Reifenfenster, in dem die Reifen optimal funktionieren, bei Mercedes kleiner als bei Ferrari? Ich habe gerade mit Ferrari gesprochen und die glauben auch, dass deren Auto einfach überall ganz gut funktioniert. Und Mercedes braucht die perfekten Bedingungen, um zu funktionieren. Ja? Heute sind die perfekten Bedingungen. Ja. Daher erhoffen wir uns ein spannendes Rennen. Aber gestern war viel zu kalt und da hat der Mercedes überhaupt nicht funktioniert. Ja, also was würdest du denn denken, wie geht das aus? Wir haben jetzt viele Informationen gesammelt übers Wochenende. Du hast mit allen gesprochen. Wie sieht dein Tipp aus? Ich setze auf Vettel heute. Seid ihr dabei zu Hause? Ich glaube schon, dass da viele mitgehen werden. Und Vettel 1 und dann? Dann Hamilton, würde ich sagen. Ja. Und dann Räikkönen. Okay, also das ist der Tipp von Nico Rosberg. Wollen wir unsere anderen Experten natürlich auch noch mit reinnehmen. Die haben unseren Tipp abgegeben oder ihren Tipp auch abgegeben. Also da sieht es wie folgt aus. Nico haben wir jetzt aufgenommen. Christian Danner auch Vettel. Alle drei haben Vettel vorne. Nur der zweite Platz unterscheidet sich. Da haben Christian und Timo Glock Räikkönen und Hamilton dann auf der 3. Interessant, keiner setzt irgendwie auf Valtteri Bottas. Ja, weil irgendwie ist halt das Gefühl, dass schon der Lewis die vordere Position da bei Mercedes einnehmen muss, ja, um jetzt im Kampf gegen Ferrari noch eine Chance zu haben Anfang der Saison, besonders gegen Sebastian. Also, gleich geht's weiter hier aus China. Wir freuen uns auf das dritte Rennen des Jahres. Einen kurzen Moment Geduld, dann melden wir uns wieder. Zurück in Shanghai, meine Damen und Herren. Hier ist das Wetter und die Stimmung prima. Ferrari als Favorit vor diesem dritten Rennen der Saison. Startplätze 1 und 2. Aber wir wissen, liebe Zuschauer, was alles schiefgehen kann im Rennen. Auch bei den Boxenstops. Wir haben es ja erlebt mit Kimi Räikkönen in Bahrain. Und die Boxenstops sind ja so schnell geworden heutzutage. Nico, wir haben mal Bilder rausgesucht von Senna und von Vettel im Vergleich. Wenn man da mal drauf guckt, das war 93 zu 2018, also 2,2 Sekunden. Und damals, das war ein schneller Stopp, 6,9. Unfassbar, ne? Ja, unglaublich, wie weit die damals noch von der Perfektion weg waren. Ja? Heutzutage machen die ja auch in der Fabrik Tausende von Übungen während der ganzen Saison. Und dann haben die richtig so, also einen Manager, der nur dafür zuständig ist. Ja? Also das ist unglaublich. Und man hat natürlich auch noch was gesehen, dass damals die Mechaniker in kurzer Hose, ohne Helm, heute mit Overall, mit Helm. Hier bei Ferrari ist uns gerade auch aufgefallen, die haben so einen Rückenprotektor in ihren Overalls. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann bei den Jungs hinter uns. Also Sicherheit, da sehen Sie es eingeblendet, ist natürlich extrem wichtig. Was da alles schiefgegangen ist beim Boxenstopp von Räikkönen und was sich überhaupt entwickelt hat in dieser Thematik Boxenstops über die Jahre, auch hin zu mehr Sicherheit. Oliver Baus klärt uns auf. Der Puls auf 180. Jeder Handgriff muss sitzen. Auch in der Pitlane geht es um Hundertstel. Anspannung und Nervenkitzel. Ungefähr 2 Sekunden Standzeit für den Radwechsel. Eigentlich eine perfekt einstudierte Choreografie, aber wehe, ein Rad greift nicht ins andere. Dann herrscht Gefahr für Leib und Leben. In Bahrain hat es Francesco Ciccarini erwischt. Schien- und Wadenbeinbruch. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Der Sensor im Schlagschrauber hat den Reifenwechselvorgang falsch interpretiert. Das führte zu dem Unglück, denn so schaltete die Ampel auf grün. Boxenstopp bei Ferrari. Schon zu Michael Schumachers Zeiten gab es Feuer, angefahrene Mechaniker, Flammen im Cockpit oder denken wir an Felipe Massas Fahrt mit dem Tankschlauch. Wenn du keine Pitstops machst, ist es zum Beispiel sicherer. Das ist einfach. Aber immer wenn Autos involviert sind und man Reifen wechselt, kann etwas schiefgehen. Der Boxenstopp gehört nun mal zum Motorsport wie das Amen in der Kirche. Spektakulär in Erinnerung der Feuerunfall von Jos Verstappen, ausgelöst durch die Druckbetankung. Aber sehr oft sind die Leidtragenden die Mechaniker, die unter die Räder kommen. Im Kampf um den Sieg genügt ein falsches Kommando oder ein falscher Handgriff.
Die Teams sind immer darauf aus, hundertstel Sekunden aus dem Boxenstopp herauszuquetschen. Wir müssen klarstellen, dass die Sicherheit nicht gefährdet wird. Vor 5 Jahren traf es rücklinks einen Kameramann. Die FIA reagierte sofort mit einem Maßnahmenkatalog zur Sicherheit in der Pitlane. Durfte man bis Ende der 80er noch Vollgas in der Boxengasse geben, galt ab den 90ern ein Geschwindigkeitslimit von 120 sowie feuerfeste Kleidung fürs Team. Ab 2000 wurde das Geschwindigkeitslimit auf 80 reduziert und 2010 wurde Nachtanken endgültig verboten. Seit 2014 besteht Helmpflicht und es gibt drakonische Strafen für Unsafe Release. Und trotzdem gibt es Verletzte. In anderen Serien hat die FIA Mindeststandzeiten oder die Mechaniker dürfen erst nach Stillstand ans Auto, maximal 2 Mann und losfahren erst, wenn sie wieder hinter der Linie sind. Das hilft nicht. Die Teams werden immer etwas finden, was noch schneller geht. Das ist das Dilemma. Weiter mit der Gefahr leben und Verletzte in Kauf nehmen oder Boxenstopps rigoros abschaffen. Wir sind hier eine Box weiter marschiert zu Red Bull, aber Nico, gibt es irgendwas, was man deiner Meinung nach verbessern müsste beim Thema Boxenstopp? Mir fällt nicht so viel ein. Schwierig. In den Details kann man natürlich immer wieder kleine Verbesserungen machen, aber im Großen und Ganzen, wenn man die Boxenstopps haben will für große Spannung und so, dann kann man da eigentlich jetzt nicht mehr viel machen. Hier ist übrigens irgendwie Disco gerade, ja. Also Jackie Stewart schaut auch schon ein bisschen komisch. Ja. Das ist ein DJ-Set aus Ibiza, Armin van Buuren, eine große Nummer. Ich kannte den nicht, aber du schon. Wie ist es denn für die ganzen Mechanics, die sich eigentlich jetzt konzentrieren müssen, eine halbe Stunde vor dem Start? Ja, der Van Buuren ist ein großer Superstar, aber also ich finde, das geht jetzt echt in die falsche Richtung hier. Ich meine, die ganzen Mechaniker wollen sich hier konzentrieren, die letzten Vorbereitungen machen und die machen da eine Show-Disco da in die Garage rein. Also das macht für mich gar keinen Sinn, wenn die hier irgendwas noch reißen wollen heute auf der Strecke. Also auf der Strecke suchen sie ja nach Sorglosigkeit. Hier haben sie es offensichtlich. Auf der Strecke passieren noch viel zu viele Fehler. Sie können ihr Potenzial nicht richtig zeigen. Peter Reichert über das Team Red Bull, das auch noch ein paar Sorgenfalten hat. Vorzeitig Feierabend. Stillstand, wo doch Standfestigkeit sein sollte. Das Triebwerk wie gestern in Shanghai, die Elektronik wie in Bahrain oder schlichte Fehleinschätzungen. Daniel Ricciardo, Max Verstappen machen zu Beginn diesen Jahres früher Schluss. Red Bull derzeit Red Null. Es ist immer noch zu früh in der Saison, um richtig frustriert zu sein. Klar waren wir enttäuscht nach Bahrain, aber zu Frust besteht noch kein Grund. Wir wissen, dass der Speed da ist, aber klar, wir müssen ihn umsetzen und das ist bis jetzt noch nicht gelungen. Was die Bullen derzeit anpacken, es geht schief. Verstappen steht Pate dafür. Nicht Lewis Hamiltons Frontflügel, sondern des Niederländers Hinterreifen leidet. Rennende logische Folge. Ich glaube, das war eine normale Situation. So, natürlich, das ist immer ein bisschen ein Risiko, aber du kannst auch wie Bottas immer Zweiter fahren. Dabei dehnt gerade er die Limits bis zur Zerreißprobe aus. Manchmal übertrieben, oft aber genial. Jetzt jedoch sind so viel Vorschusslorbeeren angehäuft, dass Verstappen bisweilen das Auto überfährt. Diese Aggressivität und diese unglaubliche Beherrschung in Extremsituationen und dieses Killerinstinkt beim Überholen, deswegen haben wir ihn ja geholt. Einmal geht's gut, einmal halt nicht. So zelebriert man momentan die kleinen Errungenschaften. Den raschen Motorwechsel an Ricciardos Auto zum Beispiel, der den Australier neben Verstappen in Startreihe 3 bringt. Erst einmal müssen wir jetzt beweisen, dass wir aufs Podium gehören. Weit weg sind wir nicht. Ein Podiumsauto haben wir, ganz sicher. Da habe ich schon viele Punkte verloren, aber das sind ja noch immer 19 Rennen, um viele Punkte zu überholen. Jedoch nur dann, wenn nicht wieder vorzeitig Feierabend ist bei Red Bull Racing. Also die hoffen natürlich inständig, dass sie jetzt mal ihr ganzes Potenzial zeigen können. Über den Satz von Max Verstappen zu Bottas immer ein bisschen gestolpert. Warum? Das war hart. Also das war ein bisschen sehr hart. Zu viel? Naja, er sagt halt immer seine Meinung. Das wollen wir natürlich alle sehen. Ja, ist doch super Entertainment. Ja. Aber Mann, oh Mann. Christian Horner kommt zu uns. Will you join us in the middle?
Well, here's a kind of a party going on. Is that the Ja, the hier right läuft ja so ein bisschen die Party. Ist das das Richtige für 100% Konzentration? Ja, das ist vielleicht so ein bisschen mehr China-typisch, aber Musik wird ja immer laut gespielt hier. Das ist ein bisschen lauter eben noch. Macht keine Probleme. Ja, es gibt ja so ein paar Sorgen, ein paar Dinge, die nicht so richtig gelaufen sind in den ersten Rennen. Sie konnten ihr Potenzial nicht so zeigen. Haben Sie jetzt alles zusammen fürs Rennen? Bahrain war ziemlich frustrierend. Wir hatten ein sehr schnelles Auto. Und zwei Autos zu verlieren, zum ersten Mal zwei Autos nicht ins Ziel zu bringen, das ist das erste Mal seit deiner Geschichte mit Marc und Sebastians Motor, der platzte. Ja, das ist eine Motorenstrecke. Ihr wart 7/10 zurück. Mit dem Ferrari-Motor hättet ihr vielleicht eher eine Chance gehabt, oder? Ja, wenn man sich das mal anschaut, die Daten vergleicht mit GPS, da sehen wir keine Ecke, wo die stärker waren. Wir sind ziemlich nah dran an Mercedes. Wir wissen, dass die natürlich auch nicht mit dem Power-Modus das ganze Rennen fahren können. Da könnten wir was reißen. Macht ihr jetzt weiter Party oder konzentriert ihr euch? Die Zuverlässigkeitsprobleme, die ihr hattet mit dem Renault-Motor. Die finden eher bei Red Bull statt. Die anderen Teams haben nicht unbedingt dieselben Probleme. Naja, das ist einfach Zufall. Wir hatten zwei Rennen, das sind immer noch so Themen vor der Saison, die uns dann auch nicht betroffen haben. Das war einfach jetzt Zufall, Pech, dass es Daniel zweimal nacheinander passiert ist. Naja, da werden wir sicherlich uns nochmal erholen und das kommt nicht nochmal. Ja, aber ihr versucht natürlich vielleicht auch die Grenzen ein bisschen zu weit rauszuschieben. Nein, nein, das kann es nicht sein. Vielen, vielen Dank. Wir wollen uns jetzt den Teams zuwenden, die hinter Red Bull, hinter Ferrari und hinter Mercedes sind, also dem Mittelfeld. McLaren, Haas, Force India und vor allem Renault mit Nico Hülkenberg. Mal schauen, was die Fahrer sagen. Die Top 6 Autos vorneweg wie gewohnt. Da ist auch ein ordentlicher Abstand dahin und wir dann dahinter bestenfalls. Ja, von daher natürlich wieder sehr exotischer. Der 7. Platz, aber ist das Beste, was wir machen können und von daher zufrieden damit. Ich bin zufrieden, vor allem mit meiner Position. Wir waren ziemlich dicht dran in Q3. Hoffentlich können wir im Rennen den Abstand halten und uns vielleicht sogar an die Spitze setzen im Mittelfeld. Back again on top in that midfield group. Yeah, it's a mixed feeling. Ich gehe aus diesem Qualifying mit gemischten Gefühlen. Das Auto war hier wirklich schnell, die beste Pace bisher in diesem Jahr, aber ich habe erst meine Outlap nicht richtig getroffen und dann ein paar Fehler auf meiner schnellen Runde eingebaut. Und die war die wichtige. Die Strecke wurde besser und alle anderen auch. Gut, das passiert mal, aber wenigstens haben wir den Bonus, den Reifen für den Rennstart frei auszuwählen. Platz 11 in Australien, Platz 13 in Bahrain und hier, das ist im Moment unser Maximum an einem Samstag. Sonntags sind wir für gewöhnlich schneller im Renntrim, dennoch müssen wir mehr Speed aus dem Auto herausholen. Jedoch dürfen wir den Reifentyp auswählen und das ist ein Vorteil, weil der Ultrasoft morgen viel stärker abbauen wird, wenn es wahrscheinlich wärmer ist. Also sind Punkte auf jeden Fall drin und Punkte sind auch das Ziel. Also soweit die Aussichten der Mittelfeldteams und deren Fahrer. Wir sind bei Ferrari wieder, die ganz vorne landen werden, wahrscheinlich, wenn nicht irgendwas passiert. Ich sehe aber eine große Ruhe und Stärke da gerade in der Ferrari-Box. Also ja? Das sieht schon ganz gut aus. Ach so, das die interpretierst Stimmung. Du so? Ich interpretiere das so, dass die da stehen, dass man nicht so viel sieht vom Auto. Dass ja, aber so ich sehe die Gesichter von den Ingenieuren und so, da kann ich schon was deuten. Okay, also Ferrari ist richtig stark in die Saison gestartet. Zweimal natürlich nicht ganz ohne Glück nach vorne gefahren. Jetzt zum zweiten Mal in Folge auch richtig vorne in der Qualifikation. Und es könnte ein Jubeltag werden, denn es wäre das nächste Jubiläum des viermaligen Weltmeisters Peter Reicher. China ist das Land des Lächelns, sagt man. Passt perfekt. Ist er doch derzeit der Mann des Lächelns. Sebastian Vettel. Die Gründe ist, glaube ich, dass wir vor allen anderen ins Ziel gefahren sind. Die vollen. Ich hoffe, dass sehr viel Können dabei war. 50 Punkte. Ansonsten bin ich fehl am Platz. Mehr geht nicht.
Ja, wir sind zufrieden, wissen aber auch, dass es noch 19 Rennen bis zum Ende sind. Einer warnt immer und doch Euphoriebremse ohne Not. Und war der erste Sieg noch einer mit Glück, ist der zweite einer aus eigener Kraft. Australien, Bahrain, plötzlich herrscht Rot. Ich sehe dieses Jahr ein besonders gefestigtes Ferrari-Team, das sich seiner Fähigkeiten und den daraus resultierenden Möglichkeiten gewiss ist und entsprechend konzentriert auftritt. Wir haben es bei den letzten Rennen gesagt, dass gerade für Sonntag die Pace doch vergleichbar ist, dass alle beieinander liegen. Und ich glaube, man sieht einerseits, wie schnell es gehen kann nach vorne, wie schnell es gehen kann in die andere Richtung. Davor ist man nie gefreit. Auch im fernen China bleibt Vettel seiner Richtung treu. Pole 52, allerbeste Sonntagsperspektiven. Sieg Nummer 50 nimmt schon jetzt hauchzart Gestalt an. Wenn man ab und zu mal innehält und stehen bleibt, dann nicht im Auto, sondern sonst, dann ist es schon verrückt zu sehen, was in den letzten Jahren passiert ist und wie viel man über die Jahre erreicht hat, auch in gewisser Weise. Der letzte Rote, der mit zwei Siegen im Rücken ins dritte Rennen geht, ist 2004 ein gewisser Michael Schumacher und wird am Jahresende Weltmeister. Jetzt ist Vettel auf identischem Kurs. Ganz ehrlich, der Plan ist, dass man die Rennen möglichst vorhersehbar gestaltet, dass man weiß, was kommt, dass einen nicht irgendwie was überrascht und auf halber Strecke irgendwie der Benzin, der Sprit ausgeht oder irgendwas um die Ohren fliegt. Der dritte Sieg. Wir versuchen es schon so weit vorhersehbar zu machen, wie es eben geht. In Folge. Aber ich glaube, das ist ja genau das Schöne, deswegen fahren wir Rennen, weil man eben nicht immer weiß, was passiert. Sebastian Vettel. Vielleicht heute von Pole mit seinem nächsten Meilenstein. Und sind wir doch mal ehrlich, ob in China oder anderswo, lächeln kann man eh nie genug, oder? Ja, dann versuchen wir es gleich mal nachzumachen mit einem freundlichen Lächeln vor der Ferrari-Box. Könnte der 50. Sieg werden für Sebastian Vettel in seiner Formel-1-Karriere. Was macht dieses Auto so gut, Nico? Ich glaube, die haben im Winter wieder einfach einen super Job gemacht, ja, und sind auf deren Linie geblieben. Haben jetzt nicht versucht, irgendwie Mercedes groß zu kopieren, weil die sind ja schon sehr anders, die Autos. Und haben einfach weitergemacht, haben an sich geglaubt, an deren Weg und haben wieder einen enormen Fortschritt gemacht. Ja, also sehr, sehr stark. Und haben jetzt auch eine Konstanz drin im Personal. Ja, da, früher, die ganzen Jahre, da hat sich so viel gewechselt die ganze Zeit. Jetzt haben sie eine Konstanz drin, das gibt auch Stärke. Auch strategisch, habe ich das Gefühl, sind die mittlerweile auf einer Höhe mit Mercedes. Da war ja James Vowles immer so das Superhirn mittlerweile, habe ich das Gefühl, sie kommen da mithalten. Oder siehst du das noch ein bisschen kritisch? Ja, ich glaube da noch nicht ganz. Ja. Okay. Also in Bahrain, ich weiß nicht, ob das nötig war, da so viel Druck dann noch zu bekommen von Mercedes am Ende. Ich glaube, da ist nicht alles perfekt gelaufen. Wenn wir noch mal zum Auto zurückkommen, das ist ein Auto scheinbar, wir sind erst im dritten Rennen, was auf verschiedenen Strecken, auf unterschiedlichen Strecken, auch bei unterschiedlichen Temperaturen, bei unterschiedlichem Asphalt gut ist. Sowas will man eigentlich haben, oder? Ja, das ist genau das, was man braucht. Aber ich glaube, weder Ferrari noch Mercedes verstehen wirklich, warum das so ist. Ja? Da ist auch manchmal ein bisschen Glück dabei. Und Ferrari hat jetzt gerade so ein Auto, auch letztes Jahr schon eigentlich. Und das ist halt eine sehr, sehr große Stärke jetzt, besonders am Anfang der Saison. Weil gerade wir haben so viele verschiedene Strecken jetzt gerade gehabt und verschiedene Temperaturen. Ja. Ja, und da waren die immer da. Ja? Und das ist echt ein Riesenvorteil gewesen. Du kennst die Situation mit Lewis, auch oft 1-2 gestanden. Letztlich die Taktik bestimmt. Jetzt ist Ferrari in dieser Rolle. Wie müssen Sie dieses Rennen angehen aus deiner Sicht heute? Der Start ist wichtig und dann strategiemäßig, es scheint so, dass es ein Stopp ist. Ja? Und deswegen, das reduziert dann das Risiko. Auch wenn Mercedes stark ist, wird es schwieriger für Mercedes, da irgendwie vorbeizukommen. Und daher einfach wirklich konsequent nach dem Plan fahren und gucken, dass die zwei natürlich sich nicht in den Weg kommen. Da, ja, Sebastian und Kimi, das ist wichtig. Aber haben wir noch nicht gesehen, kann ja auch irgendwann mal passieren, aber hoffen wir natürlich nicht. Die Gefahr sehe ich bei den zwei Vollprofis eigentlich relativ gering. Ja. Aber es passiert schon mal, ne? Das kann schon passieren. Hier in Kurve 1. Ja? Okay, also wir sind echt gespannt. Ferrari, das ist der Eindruck, den du hast, den ich jetzt auch teile, ist irgendwie ruhig,
entspannt, wissen, was sie können. Es ist ja bei den Italienern auch manchmal anders gewesen. Da sah das aus wie ein Hühnerhaufen. Das ist jetzt anders. Sehr, sehr strukturiert und ruhig. Außer Maurizio Arrivabene. Der ist nie ruhig. Also wenn man sich den mal anguckt am Kommandostand, da ist Druck drauf. Aber dem würde ich es auch gönnen, halt. Erfolg. Absolut. Der ist natürlich gealtert, muss man sagen. Die paar Jahre als Teamchef, die haben Spuren hinterlassen. Und das wäre für ihn natürlich ein Traum, wenn am Ende dieser langen Saison vielleicht ein Weltmeistertitel rauskommen würde. Also Sebastian Vettel und die Scuderia ganz in Ruhe noch. Wie sieht es aus bei Mercedes? Da ist Kai Ebel. Ich gebe also von Nico zu Kai. Echt? Mit Niki? Na bitte. Ja, genau. Jener Niki Lauda, der gesagt hat, ich wünsche mir eine ganz langweilige Saison, dass wir einen Sieg nach dem anderen einfahren und allen zeigen, wo es lang geht. Niki, besteht denn jetzt die Gefahr, dass es andersrum langweilig wird, dass die Roten hier einen nach dem anderen einfahren? Oder kann man dir im Ernst erklären, dass die Ferraris langweilig sind mit den Sebastian für dich, RTL und Deutschland? Ja, das passiert sicher nicht, aber interessant ist natürlich, wie die zugelegt haben. Es ist unglaublich, wie die Ferraris hier im Moment alles dominieren und Mercedes im Moment hinten nach ist. Aber dieses Rennen heute wird ein Reifenkampfrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Mercedes kann sich nicht leisten, hier weiter geschlagen zu werden. Das heißt, voller Angriff, volle Bulle. Ein interessantes Rennen heute. Wie sieht es denn bei euch aus mit Plan A und Plan B? Entscheidet sich das dann nach dem Start? Wie geht ihr da heute vor? Plan A, Plan B gibt es eigentlich nicht, der wird sich selber entwickeln. Wenn Ferrari vorne ist nach dem Start, davon kann man jetzt mal ausgehen, muss man unmittelbar versuchen, dran zu bleiben, volle Bulle, und die Reifen wirklich zu fordern bis zum Letzten, inklusive das Auto. Da muss man sehen, ob man irgendwie nach vorne kommt. Der Nico Rosberg hat eben bei Ferrari ausgemacht, dass das Team, die Mechaniker, dass alle ruhig und gelassen und stark sind. Was hast du für ein Gefühl, die Atmosphäre hier bei euch im Team? Ja, ruhig und gelassen ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Du musst angespannt sein, hoch motiviert, hier eben den neuen Feind Ferrari zu schlagen. Und das, glaube ich, ist hier der Fall bei Mercedes. Habt ihr im Moment mehr Druck auf dem Kessel als die Roten? Habt ihr mehr Druck als Ferrari im Moment? Würdest du das so sehen? Ja, natürlich haben wir mehr Druck auf der Kanone, weil zwei Rennen von Ferrari gewonnen, ist nicht lustig für Mercedes und für uns. Und jetzt wird volle Bulle angegriffen. Wenn wir sehen, was dabei herauskommt. Apropos Angriff, direkt hinter Lewis steht Max Verstappen. Die beiden hatten ja so ein Scharmützel letztes Mal. Wie groß ist die Unfallgefahr in der ersten Kurve oder beim Start? Der Verstappen riskiert immer sehr viel, das letzte Mal eben zu viel. Der ist immer ein Problem, aber der Lewis lässt nicht locker. Es ist ja relativ einfach, hat man eh gesehen. Also auch das muss man beobachten. Aber wichtig ist einmal, dass erste Runde alle gut durch die Kurven kommen und nicht zusammenfahren und dann sehen, wie sich das Rennen entwickelt. Ich glaube, Ferrari ist absoluter Favorit, aber Mercedes hat eine Chance. Dankeschön, Niki Lauda. Und wir gehen mal rüber zu Ferrari, denn ich glaube, Sebastian Vettel gewinnt zumindest das Duell hier, wer zuerst aus der Box kommt. Er hat da genau hingehört beim Niki. Kimi Räikkönen fährt gerade raus. Wir sehen noch hier das Bild aus der Box von Lewis Hamilton. Hat der Niki Unsinn erzählt oder würdest du alles unterschreiben? Nein, das hat schon alles Sinn gemacht. Aber schön zu sehen, voll auf Angriff. Und genau das wollen wir halt alle sehen. Wollen wir auf jeden Fall sehen. Ist ja toll, dass die Formel 1 WM so spannend ist, dass es eben kein Alleingang der Silbernen ist. Sebastian Vettel lässt sich noch ein bisschen Zeit. Wer diktiert eigentlich, wann geht's raus? Was hat der Fahrer da zu melden? Macht das nur der Renningenieur? Wie läuft das? Nein, das ist alles voll kalkuliert, auf die Sekunde. Weil es muss genauso passen, dass man so spät wie möglich rausfährt und gerade noch die ganzen Probe-Starts machen kann, am Ende der Boxengasse und dann direkt schon auf die Grid fährt. Und es steht auch fest, ob man einmal oder zweimal noch durch die Box fährt. Nur wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat draußen, wenn man merkt, irgendwas fühlt sich komisch an, dann kann man das auch noch mal sozusagen einen Umlauf verlängern, oder wie war das bei dir? Genau, aber es ist alles fix, weil der Sprit ist ja schon drin. Ja. Und daher ist schon genau fix, wie viele Runden er machen wird. Okay. Und da muss er sich auch dran halten. Jetzt geht er raus, Sebastian Vettel mit seiner Loria noch auf den Ultrasoft-Reifen. Die wird er nachher beim Start nicht drauf haben. Mit den Reifen fährt man natürlich in die Startaufstellung. Nachher kommen die Rennreifen drauf, die in Q2 gefahren wurden. Jetzt Heiko und Christian und wir melden uns gleich noch mal kurz vor dem Start aus dem Grid. Und wir melden uns, so wie Niki Lauda das sich wünscht,
angespannt, konzentriert, sensibilisiert und natürlich hochmotiviert. Und wir haben natürlich zugehört, sowohl bei Nico und Florian, wie aber auch eben bei Niki und bei Kai. Und viele von diesen Themen werden wir natürlich im Verlauf des Rennens vertiefen müssen. Wir sind uns allerdings noch nicht so hundertprozentig sicher, ob es wirklich auf einen Einstopp hinauslaufen wird bei Mercedes. Was wir so noch gehört haben zwischen den Zeilen, ist vor allen Dingen, dass man sich nicht als erstes darüber Gedanken macht, den Lewis am Valtteri vorbeizubekommen, sondern erst mal schauen wird, wer ist der Bessere und wer kommt besser ins Rennen. Und man will natürlich am Start vielleicht die Ferrari angreifen, aber Kai hat es angesprochen, die Gefahr von Verstappen ist da, aber nicht unbedingt nur, weil der so ungestüm ist, sondern das Thema Reifen, unterschiedliche Reifen ist da wichtig. Ja, wir haben in der Vergangenheit ja öfters mal in der Startaufstellung Autos auf unterschiedlicher Reifenhärte gesehen und es ist ganz klar, wenn man eine Stufe weicher beim Start auf dem Auto hat, dann kommt man eine Startreihe nach vorne. Das heißt, würde für den Verstappen heißen, er kommt schon sehr nahe in Richtung Hamilton und Mercedes. Denn er fährt Supersoft und diese Supersoft sind halt so viel schneller beim Start, dass das diese eine Startreihe für alle, die nicht unbedingt die Startreihenunterschiede im Kopf haben, schon so 8 bis 10 Meter ausmachen kann in Sachen Beschleunigung. Oft, das ist die härtere Variante, bei Valtteri Bottas und bei. Das haben wir heute Morgen noch mal bei einem kleinen Café bei Pirelli hinterfragt. Da war nämlich eigentlich eine Strategie genannt worden, die uns nicht so hundertprozentig zielführend erschien. Wenn wir hier die Großen der Formel 1 sehen, Sean Pratchett und Chase. Und das ist der Pressemann, Norman Howell. So, jetzt bin ich gespannt, Kai. Wie lang sind denn deine Arme für dieses Interview? Ich hoffe, lang genug. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, bei mir ist der Traber des Jahres. Aber nein, es geht eher um Basketball. Sein Name, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Ji Jian Lan. Did I pronounce your name right? Richtig ausgesprochen. It's my first time for the F1 over here. Das ist das erste Mal, dass ich hier bei der Formel 1 bin. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. So being a Formula, being a Red Bull guest, so Sie sind hier Gast von Red Bull. Are you a fan of Formula 1? What do you like auch ein of Fan guys? Der Formel 1? Was gefällt Ihnen? So ja, ich bin ein Riesenfan. The Red Bull team can, you know, ich hoffe auch, Red Bull kann das Ding gewinnen. Okay, thank you very much. Have fun. Ja, Heiko, du hast gesehen mit dem Arm, das ging gerade. Er hat sich aber, glaube ich, auch ein bisschen gebeugt. Aber schon beeindruckend, das muss an der Stelle noch gesagt werden, denn der Mann ist 2,12 Meter. Also, damit zurück zu euch Sitzriesen. Und damit ist auch erklärt, Kai, dass er deine erste Frage nicht verstanden hat, weil seine Ohren waren einfach so weit weg von dem Mikro und von deinem Mund. Obwohl er ein paar Jahre in Amerika in der NBA gespielt hat, bei wirklich großen Vereinen, unter anderem auch bei den Dallas Mavericks, die wir in Deutschland natürlich kennen, wegen Dirk Nowitzki. Aber jetzt ist er wieder zurück in China, ist hier der Basketballer des Jahres und ist hier ein absoluter Superstar. Da sind Ex-Weltmeister unter sich, 4 Titel. Nein, kostet keine Zeit. Er hat gesagt, wir waren in Bahrain mit einem unserer Stops unter den Top 10, also unter den 10 besten Stops. Also man kann was für die Sicherheit tun, ohne zwingend Zeit zu verlieren. Das war die kleine Erkenntnis dieses Talks mit Günther Steiner. Die Problematik gestern bei ihm hat uns ja ein bisschen durchs Qualifying gerettet am Anfang, weil das war das Spannungselement. Wird das Auto von Danny Ricciardo fertig? Die Schwierigkeiten? Dann geht das Ganze ratzfatz. Das war bei Renault nicht der Fall. Da musste man erst mal richtig umbauen und musste die Teile, die da waren, an das, was noch in Ordnung war, hinschrauben. Und das hat natürlich das Zeitfenster noch mal extrem ans Limit gebracht. Das ist aber was, worüber hinterher geredet wird im Team. Ne? Also das ist ja, sicher klar, was, wo die Leute von Renault sich auch ein paar Takte anhören müssen. Da bin ich mir absolut sicher. Denn das ist ein Touch unprofessionell. Das muss man mal ganz klar sagen. Nico Rosberg im Gespräch mit Michael Schmidt, einer der dienstältesten Formel-1-Redakteure Auto, Motor und Sport. Der ist seit ewig dabei. Jetzt geht es ganz schnell runter zu Kai. Alla, very crucial day. Nico again on the 7th position. Entscheidender Tag. Nico ist wieder auf 7. Irgendwie scheint das ja seine Position zu sein. Was erwarten Sie von ihm? Sicherlich hart da mit denen vorne mitzukämpfen. Natürlich freuen wir uns zunächst mal über die Leistung vom Auto. Auch bei Carlos, das Team arbeitet gut. Das ist schon ein Fortschritt. Es geht langsam, aber das Rennen heute wird sicher ein hartes Rennen. Das wird abhängen davon,
fahren, wie die Reifen abbauen. Und da gibt es sicherlich eine Menge Strategievarianten und Möglichkeiten, wie man die Stops macht. Man kann eine gute Strategie haben und bleibt trotzdem im Verkehr stecken. Da machen wir uns doch schon die ein oder anderen Gedanken. Aber es gibt drei Leute in der Startaufstellung, die vier Titel gewonnen haben. Sie einen, die anderen sind Vettel und Hamilton. Wer ist denn der Nächste, der jetzt fünfmal die WM holt? Ja, es sieht so aus, als wäre es einer von den beiden. Dass die sich fünfmal den Titel holen können, das ist sicher gut für die WM. Vor allem, wenn es so offen ist wie im Moment. Nach den Tests in Barcelona hätte man nicht erwartet, dass der Ferrari so gut ist. Und das sehen wir jetzt. Das wird eine lange Saison und das wird richtig interessant. Ich weiß es nicht, ob der Vorteil im Moment wirklich bei Ferrari liegt. Vielleicht sagen wir in zwei Rennen genau das Gegenteil. Mal schauen. Also der Vorteil, den sie heute haben, der ist eigentlich deutlich, speziell beim Motor. Alain Prost. Und dann haben wir auf der anderen Seite gerade Max Verstappen hingesehen, der das Zügel an der Waage ist. Da hinten sehen wir ihn auch umringt von allen. Also da wird es heute auch richtig drum gehen. Den werden wir nachher wahrscheinlich auch noch hören. So, das war das Bild auf die englischen Kollegen, das wir da gesehen haben. Großes Tohuwabohu rund um David Coulthard, die natürlich genauso wie wir. Er versucht natürlich, solche Situationen souverän zu meistern, aber ich glaube, so ganz gelingt ihm das nicht. Lewis braucht Erfolg, das ist für ihn das einzige Mittel, um Selbstsicherheit zu haben. Und wenn dieser Erfolg nicht da ist, egal ob das gegen diesen Mann, gegen Kimi Räikkönen ist oder gegen seinen Teamkollegen Valtteri Bottas, ist völlig wurscht. Es entsteht immer recht schnell eine kleine Mini-Krise bei Lewis Hamilton. Und ist er dann eher jemand, der da systematisch, analytisch rangeht? Nein. Oder eher so mehr noch mit Bauchgefühl, wenn es dann in die richtige Richtung geht, okay, und sonst? Nein, ich glaube, da gibt es keinerlei Analyse-Tools, die ihm da zu eigen sind. Es ist, wie es ist. Wenn er glaubt, dass er der Größte ist, dann ist er auch der Größte. Und wenn er es in irgendeiner Art und Weise anzweifelt, dann hat er ein Problem. Also Sebastian Vettel haben wir ganz kurz gesehen. Die Frisur, mit der er uns alle in Australien erschreckt hat, die ist immer noch da und jetzt auch wieder in der Urform. Er hat nämlich noch mal nachrasieren lassen. Und das Tapferkeitspreis verdächtig, auch noch in China, wo die Wahrscheinlichkeit, dass der Friseur versteht, was er will, relativ gering ist. Da haben wir noch mal Chase Carey. Ich glaube, der würde sich hier nicht den Schnurrbart von einem Chinesen schneiden lassen, weil er hätte Angst, dass die wunderschön gezwirbelten Enden da zu Schaden kommen. Ist das schon eine Größe, wo man mit so einem Bartretter schlafen muss? Nee, ne? Heiko, deine Frage würde ich liebend gerne beantworten, aber du wusstest in dem Moment, als du sie gestellt hast, dass ich auf diesem Gebiet nämlich die Kunst der Friseure in China gnadenlos ahnungslos bin. Und das bezieht sich auf alle, also auf Vettel genauso wie auf Chase Carey. Dann lass uns sportlich weitermachen. Warum macht Carlos Sainz Jr. bei Renault Hülkenberg mehr Druck, als viele erwartet hatten, nach der Vorgeschichte und nach dem, was er bei den anderen Teams so gebracht hat? Naja, ich würde mal sagen, weil sein Vorgänger halt eben besonders schlecht war, Jolyon Palmer. Die Vorgeschichte heißt ja nicht, dass Carlos Sainz langsam war. Die Vorgeschichte heißt nur, dass er sich nicht immer optimal verhalten hat oder optimal das, was ihm zur Verfügung stand, umsetzen konnte. Und das so ein bisschen sieht man das auch bei Renault. So, jetzt geht's weiter bei Kai. Und Nico Hülkenberg bei dem Grand Prix. Nico, ist Vorbereitung alles? Gestern nochmal beim Chinesen um die Ecke gewesen? Nee, ganz entspannt im Zimmer alleine Roomservice gehabt. Auch das sollte dann reichen. Wie lange wird denn die Schlange heute in der ersten Kurve sein? Bleibt das so? Ich meine, mit den Ultrasoft, da könnte ja auch mal ein Angriff möglich sein. Ja gut, um uns herum, wir sind ja alle auf gebrauchten Ultrasoft, aber hier Shanghai ist bekannt dafür, in der ersten Runde ist hier einiges möglich. Das zieht sich oftmals bis Ende der ersten Runde, dass wirklich viel gekämpft wird, weil die Strecke erlaubt einfach hier gutes Racing und Überholen auch. Dankeschön, wir sehen uns auf der anderen Seite des Rennens wieder.
Ja, soweit also Nico Hülkenberg. Da vorne sehen wir immer noch umringt von allen Max Verstappen, der sicherlich eine Person, die es nachher beim Start ganz spannend macht. Wir machen vorher aber noch eine kleine Unterbrechung. Für Sie gibt es wieder den Ford Mustang GT im Werte von 49.300 zu gewinnen. Also gut aufpassen, dabei sein und wir sehen uns gleich wieder hier auf dem Shanghai Circuit. Und jetzt können Sie. Willkommen zurück in China, meine Damen und Herren. Der Start steht unmittelbar bevor. Nico, schaut noch mal ganz genau hin. Wir stehen am Auto des Führenden, des Polemans, am Auto von Sebastian Vettel, der jetzt da festgeschnallt wird. Die Momente, die kennst du noch gut, ne? Und jetzt bist du in einer ganz anderen Situation. Ich habe mich gerade voll in ihn reingefühlt, ja? Also das ist Adrenalin pur, Spannung pur, aber auch Fokus, ja? Total fokussiert jetzt auf was er machen muss und auf den Rennstart. Startprozedere, noch 100 Mal im Kopf durchgehen oder auf den Bauch vertrauen, Ruhe finden, wie geht man daran? Also ich habe jetzt in dem Moment gleich dann meinen Start geprobt, ja? die Fingerbewegung, ja. Sehr oft noch durchgegangen und ich bin mir sicher, dass er das dann auch gleich macht, damit er das perfekt erwischt hat. Als er eingestiegen ist kurz vorher, hat er nochmal die Sohlen so abgestreift. Auch das ist offensichtlich sehr wichtig, dass man dann ein gutes Gefühl für die Pedale hat, dass da nicht noch irgendein Steinchen irgendwie dazwischen ist oder sowas. Ja, ne? Aber wenn du einmal angeschnallt bist, ja, und der Mechaniker läuft weg, dann ist Ende. Ja. Und ich habe schon erlebt, dass irgendwas schief ist, das ist grausam, dann hast du das ganze Rennen und kannst dich nicht mehr konzentrieren. Wir marschieren mal zu Kimi. Da ist natürlich die gleiche Situation. Wenn ich mich noch zurückerinnere an deine aktive Zeit, du hast immer kurz vor dem Einsteigen noch mal was gegessen. Bildkartoffeln, ja. Oder was? Ja, weil es ein langes Rennen. Also für mich war es wichtig, kurz noch mal ein bisschen Kohlenhydrate, die nicht zu schwer im Magen sind, zu mir zu nehmen, damit ich volle Leistung bringen kann. Wir sehen gerade auch den Blick nach vorne. Der erste hat natürlich freien Blick, der zweite auch. Ist es schon ab Position 3 und 4 unangenehm, wenn man hinter anderen Autos steht? Ja, wir sind ja Wettkämpfer, ja, also wir gucken ja schon eher nach vorne generell. Also ich glaube, die Mercedes-Jungs, die haben die Roten hier voll im Visier und voll auf Angriff. Also hier ist Lewis Hamilton, der will auf 4 nicht ins Ziel kommen, der will weit nach vorne, am besten ganz nach vorne. Die ersten 4, die starten alle auf den gelben Reifen. Das ändert sich dann bei den Red Bull, die haben einen anderen Reifen drunter. Kai Ebel hat gerade eben noch mal mit Max Verstappen gesprochen. Max, heute wieder sehr nah an Lewis Hamilton dran. Wie lange warten wir denn, bis es wieder zum knallharten Zweikampf kommt? Normalerweise würde das kein Problem geben. Für wen kein Problem? Zum Überholen? Nein, ich glaube natürlich, wenn die Chance ist, dann würde ich das versuchen. Aber ich glaube, das Wichtigste erstmal ist, dass wir ein gutes Start haben. Dankeschön. Soweit also Max Verstappen, die Atmosphäre hier. Elektrisch irgendwie, man spürt das, ne? Ja, das ist auch wenn man so. Nur so durchschlendert wie wir zwei beide. Ich freue mich auch auf die Truppe hier, auf die zwei Red Bulls, ja, weil die sind auf den Ultrasofts unterwegs. Das die ist beim mehr Start Grip, ein bisschen was bringen, ne? Mehr Grip am Start und wir kennen die ja, die sind immer ohne Rücksicht auf Verluste, ja, also das wird auch gut. Es kann also losgehen. Der dritte Grand Prix des Jahres, der große Preis von China. Jetzt kriegen Sie noch mal 60 Sekunden Infos und dann Heiko und Christian wünschen Ihnen viel Spaß. Doppelpole in Rot. Überraschend schnell dominieren beide Ferrari das Qualifying. Vettel vor Räikkönen. Überraschend schwach dagegen Lewis Hamilton. Startet wieder hinter Valtteri Bottas. Die Mercedes-Serie in China von 6 Pole-Positions ist gerissen. Überraschend anfällig die Red Bull. Erst zieht Verstappen in Bahrain den kürzeren. Dann gestern Daniel Ricciardo mit Motorenplatzer. Beide in Reihe 3. Wohin geht die Reise der Bullen? Nach vorne oder doch ins Mittelfeld? Überraschend stabil hat sich dort Nico Hülkenberg als Best of the Rest etabliert. Zum dritten Mal von Startplatz 7 ins Rennen. Kaum zu glauben, Sebastian Vettel könnte heute schon ein großes Jubiläum feiern. Sein 50. Grand Prix-Sieg steht an. Jetzt beim großen Preis von China. So, und jetzt kostenlos den Wetterbericht aus China hören. 19 Grad
Außentemperatur 39 Grad Streckentemperatur. Das ist ziemlich exakt das, was die Teams erwartet hatten an Sprung, was die Streckentemperatur angeht. Naja, und vor allem, wenn man überlegt, gestern haben wir bei 12 Grad Lufttemperatur gefroren. Heute ist es sehr, sehr angenehm. Ja, und die Regenwahrscheinlichkeit, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, ist bei 0%. Der Wind so dramatisch. No, ja. Die Fahnen wehen nur, wenn man sie schwenkt, so wie der junge Chinese hier. Das war deutlich böger in den letzten Tagen und es war deutlich leerer in den letzten Tagen. Und wir freuen uns, dass die Tribüne, die Haupttribüne, da passen 29.000 Menschen drauf, heute gut besetzt ist. Auch auf den anderen Tribünen deutlich mehr los. Insofern gute Stimmung beim China Grand Prix. Seit 2004 sind wir ja hier.